Hallo und herzlich willkommen zurück zu Nebukadnezar. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, wir haben in der letzten Folge dann ja doch noch ein bisschen was geschafft auch hier. Vor allem habe ich noch gemerkt, dass die nicht mehr auf Export gestellt waren, dieses Lager. Und ja, seitdem läuft's und die Häuser werden auch jetzt Schritt für Schritt hier aufgerüstet. Allerdings sehen wir bei einigen, passiert noch nichts. Ich gucke noch mal kurz über die Bedürfnisse rüber. Also Brot ist gut gedeckt, Milch ist gut gedeckt und die Töpferwaren, die fehlen jetzt halt noch an einigen Häusern. Wir haben hier aber massenweise liegen und nicht alles täuscht, müsste es eigentlich besser werden. Aber es sind kaum welche hier und ich glaube, das ist das gleiche Problem, wie wir schon in der ersten Stufe hatten, im zweiten Tutorial-Level war es, glaube ich, dass hier einfach nicht genug Sachen ankommen, weil wir hier nur zwei Transporteure haben. Ich glaube, es macht Sinn, einen neuen Markt zu bauen. So, der muss natürlich irgendwo dastehen, wo auch hier die Töpferwaren sind. Jetzt gibt es hier aber nicht mehr ausreichend Platz. Jetzt können wir die Straße aber hier verlängern. Das geht. Machen wir hier ein Stück Straße hin, so. Und dann stellen wir hier einfach noch einen Marktplatz mitten rein. Moment. So. Gefällt mir nicht so gut, dass ich zwei Märkte brauche, offen gesagt. Aber gut. So, hier sehen wir das auch. Es sind null Töpferwaren da. Und es liegt halt einfach daran, dass die hier liegen und nicht schnell genug abgeholt werden können. Weil die transportieren ständig Brot, Milch, Brot, Milch, Brot, Milch. Keine Ahnung, woran es liegt. Naja. Gut, wir nehmen hier den Töpferkram raus. Machen hier eine Verkäuferin für Töpferwaren. Und die beiden haben jetzt im Grunde nur Töpferkrams. Und dann machen wir die Route. Ah, sehr schön. Wir können es hier wieder auf die Ecke setzen, weil die hier den extra Weg noch wieder raus hat. Und dann versorgt die beide Blöcke. Sehr gut. Also alle drei Blöcke. So soll es sein. Jetzt schauen wir nochmal auf den Overlay für Töpferwaren. Und jetzt müsste sich das hier... Ja, schau mal hier. Da ist auch regelmäßig, also viel regelmäßiger was da. Und wird dementsprechend auch hier rumgebracht. Dennoch geht mir das irgendwie zu langsam. Ha, wir können aber noch ein bisschen beschleunigen. Zum einen können wir hier diese Kurve rausnehmen. Würde dann aber auch das hier wegnehmen, so. Und da dieser Markt nur erreicht werden kann, wenn hier einmal komplett drumherum gelaufen wird, würde ich sagen, setzen wir hier einfach noch ein Stückchen Straße hin. Dann gehen die Leute nämlich hier entsprechend direkt hin. Seht ihr? Da kommen die Töpferwaren jetzt ruckizucki raus. So, und jetzt schauen wir nochmal. Und das sieht doch schon viel besser aus. Also, fast alle Häuser. Ja, so muss das sein. So muss das sein. Genau so. Okay, so. Milch auch gut. Brot auch gut. So soll es sein. Und jetzt sind die Häuser auch aufgerüstet auf Standard House. 30 haben wir von 32. Das heißt, zwei Häuser sind noch nicht aufgerüstet. Welche? Ich kann sie nicht sehen. Ah, jetzt sind sie alle aufgerüstet. Okay, jetzt müssen wir nur noch den Tempel bauen. Dann geht's damit mal weiter. So, auch neu für mich. Wir haben hier Tempel und Tempel. Was auch immer der Unterschied ist. Okay. Alles klar, warte mal. Was ist der Unterschied? Ah, ich glaube, das ist ein Tempel, der schon automatisch fertig ist. Und das ist einer, den wir selber bauen können, oder? Wir bauen natürlich selbst. Kommen wir denn da hin? So, jetzt möchte ich die Straße hier ein bisschen verlegen. Jetzt müsste ich einmal schauen, dass ich die Karte drehe. Und zwar... Jetzt muss ich mir erstmal an die Perspektive gewöhnen. So, macht nicht wirklich Sinn, hier eine Straße hinzubauen. Würde aber besser aussehen. So, und dann werden wir hier die Straße nehmen und hierhin verlängern und dann machen wir hier eine Kurve hin. Oh, da ist schon das Kartenende. Dann machen wir es hier. So, dann reißen wir das wieder ab. Und das auch. Und jetzt drehe ich die Karte wieder so, wie wir es gewohnt waren.
Dann bauen wir hier eine Straße hin. So, warte mal, hier stimmt was nicht mit der Karawane. Oh, die Route ist kaputt gegangen. Oh, weil ich hier die Straße abgerissen habe. Oh, das ist natürlich... Das sieht aber gut aus. Aber man muss nur nochmal reingehen, dann zieht er das offensichtlich neu, okay. Also, vorher sind die hier über diesen Huckel gegangen. Man muss einmal in die Routenplanung reingehen, damit er sich das neu anzieht. Sonst wissen die nicht, wie sie laufen müssen. Okay, so, jetzt aber der Tempel. Der kommt hier hin. Und jetzt müssen wir schauen, was da passieren muss. Also wir haben hier Schaltflächen. Wir können ein- und ausblenden. Den Visualisierungslayer. Hier können wir ein Warenhaus für Monumentkonstruktionsmaterial bauen. Ja, okay. Das muss offensichtlich auf dieser Fläche passieren. Nee, muss es gar nicht. Aber es darf nicht hier hin. Warum nicht? Ach, es muss angrenzend sein scheinbar. Zu dem Gelände, okay. Dann kommt die hier hin. So, und da müssen jetzt die ganzen Steine hin. So, wo kriegen wir Steine her? Ich denke mal, die werden auch aus Lehm gefertigt. Das heißt, wir machen auf jeden Fall nochmal eine neue Lehmproduktion auf. Und das würde ich jetzt echt abseits von dem ganzen Kram machen, nämlich hier oben irgendwo. Wir gucken mal kurz. Brickworks. Wir könnten die so hier draufsetzen. Schon irgendwie komisch. Ich würde sie jetzt aber hier hinsetzen. Also, wir setzen hier zwei Brickworks hin. Und die brauchen Lehm. Jawohl, war richtig. Das heißt, wir kriegen auch zwei neue Minen. Und natürlich ein Lager. So, und in dieses Lager kommen nur Ziegelsteine und Lehm von mir aus, wenn wir einen Überschuss haben. So, und da wird schon erste Lehm reingelegt. Wird dann direkt abgeholt. Okay. So, Leute verlassen die Stadt. Wo? Wieso? Was fehlt denn gerade wieder? Töpferwaren sind ein bisschen wenig. Warum? Ich glaube, da müssen wir echt nochmal drauf schauen. Working, working. Die haben auf jeden Fall viel Lehm vorrätig. Ich glaube, wir bauen... Ne, wir haben ja schon einen dritten gebaut. Wir machen hier bei dem einfach mal noch einen zusätzlichen Arbeiter dazu. Und bei dem auch, weil die haben auch so viel Lehm vorrätig. Hier ist immer nur ein Lehm, ne? Da kommt wenig an. Und aus diesem Lager wird auch wenig abgeholt scheinbar. Wahrscheinlich, weil von hier schon immer voll ist. Jetzt müssten wir die Karawane vielleicht aktualisieren, obwohl es sieht hier mit dem Brot noch gut aus. Und Milch ist auch so kein Problem. Können wir erstmal so laufen lassen, aber möglicherweise müssen wir den Warenkreislauf auch nochmal optimieren. So, wir haben die ersten Bricks. 7 Stück. Wie viel brauchen wir? 1200? Ne, das ist glaube ich nur, wie viel wir hier maximal lagern können, ne? So, und jetzt ist das irgendwie Blödsinn gewesen, das hier zu bauen. Deswegen stellen wir das jetzt hier hin. Jetzt muss ich mal schauen, ob hier automatisch einer kommt. Scheinbar nicht. Was? Oh, was ist denn jetzt passiert? Ich habe hier... Ah, ich habe da drauf geklickt. Wenn man hier klickt, passiert nichts. Wenn man da hinklickt, dann kriegt man diese Dinger hier. So. Okay, das ist jetzt die Ebene, die wir bauen können. Special Parts. Stairs, Stairs, Doors. Dekoration. Fireplace. Keramik. Okay. Ja komm, fangen wir einfach mal an. Ich kann es nicht setzen. Build Selected Floor. Ich kann das nicht setzen. Scheinbar muss erst das Material da sein. Aber wie kriege ich das jetzt darüber? Muss ich das vielleicht mit einer Karawane machen?
Ich bin irritiert. Wir versuchen es mal mit einer Karawane. Wenn ich sie wiederfinde, da. Irgendwie Blödsinn eigentlich, ne? Aber vielleicht ist es das wirklich. Also. Ja. Tatsache. Müssen wir mit der Karawane die Sachen darüber bringen? Das ist ja. So, dann müssen wir hier natürlich noch Export einstellen. Und jetzt werden sie hier eingelagert. Okay, Naja gut, vielleicht, wenn man es jetzt nicht alles so dicht zusammengebaut hätte, dann hätte es so natürlich Sinn gemacht, aber... So, wir müssen dringend was tun. Ich sehe nämlich, dass wir nicht genug Töpfe haben. Das klappt vorne und hinten nicht. Wir bauen noch eine weitere Lehmgrube. Okay, so. Oh ja, hier stapeln sich die Steine. Man kann das optisch repräsentiert sehen. So weit, so gut. Die haben Material, die haben kein Material. Also, wenn ihr mich fragt, dann ist das Verhältnis hier nicht ideal gemacht. Oder ich habe es noch nicht geblickt. Ein Ertrag pro Sekunde wäre irgendwo cool, dann könnte man es ja irgendwie umrechnen, aber so muss man es ein bisschen tüfteln. Also im Moment haben wir hier nichts liegen. Allerdings wird das natürlich auch immer sofort hierher gebracht oder hier. Aber hier in diesen Betrieben ist halt eben auch nichts da. Das heißt, ich baue noch eine Lehmgrube. Direkt noch einen Arbeiter rein. Zack. So, Töpferwaren wird jetzt wieder besser. Das heißt, das Problem ist behoben. Dann werden die Häuser, wir sind hier nämlich ganz schön abgefallen, werden die Häuser auch wieder aufgewertet auf die nächste Stufe. So, und jetzt, wo wir Steine haben, können wir doch hier vielleicht bauen, oder? Ich gucke jetzt mal. Ja! Oh, ah. Alles klar. Jetzt sind die Steine schon aus. Oh mein Gott, das geht aber schnell. Das wird doch nicht repräsentiert. Ich dachte, man sieht es hier, aber die Steinhaufen, die waren schon vorher da. Oh, war ja. Das, den Tempel zu bauen, wird dauern. Vor allem, ab wann zählt er? Ah, wir müssen mindestens 48 Teile gebaut haben. Und die Höhe muss mindestens 3 sein. Nee, wir müssen mindestens 100 Teile gebaut haben. Und sie muss einen Mindestplatz von 48 Teils einnehmen. Ja. Das wird also noch eine Weile dauern. Wir lassen es einfach laufen. Was ist jetzt das Problem? Zu wenig Arbeiter. Oh, war ja, hier verlassen immer mehr. Muss nochmal schauen. Also Brot ist gedeckt. Milch ist nicht gedeckt überall. Warum nicht? Dieser Markt hat kaum Milch. Und hier stapelt sich alles. Da passt doch wieder was nicht. Also, wir müssen die Karawanen nochmal aktualisieren. Meine Güte. Was für ein Drama. Brot ist wirklich kein Thema. Ich glaube, wir brauchen einfach noch ein weiteres Lager für Milch. Ah, wir machen das jetzt mal so. Wir bauen hier ein Warenhaus. Und eine Karawanserei.
So, ich hoffe, ich habe den Tempelplatz jetzt nicht. Nee, das war genau richtig gut. So, und dann bauen wir jetzt noch einen weiteren Markt. So, und dieser Markt, der macht jetzt Milch und erstmal nur Milch. So, der geht hier die Route ab. So, okay, alles drin. Jetzt bringen wir Milch hierher. Und zwar holen wir Milch. Von hier. Oh, ich habe falsch gedrückt. Moment. Route, wir holen Milch von hier. Und bringen sie hierher. So, das macht der eine. Dann holen wir noch einen. Und der holt Milch von hier. Nach hier. So, jetzt nehmen wir Milch hier raus. Und jetzt haben wir hier nur noch Brot. Und jetzt sagen wir dieser Karawanserei, dass die das mit der Milch sein lassen soll. Und nur noch das Getreide holt. Und zwar machen wir das dann auch so. Du holst jetzt. Erstmal löschen wir die Punkte alle. Du holst Getreide von hier. Ups, das war wieder mal falsch geklickt. Du holst das Getreide von hier. Und bringst es hierher. Da passt auch gar kein Getreide mehr hin. Muss erstmal das Brot loswerden. Okay, wir bringen das Getreide dahin. So, dann ist der fertig. Dann kommst du und du holst das Getreide von hier und bringst es dahin. So, und jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir hier das Brot ein bisschen limitieren. Also erstmal nehmen wir die Milch mal hier nicht mehr an. Wir dürfen hier gar kein Getreide einlagern. Hatte ich das Getreide hier drin? Oh ja, nee. Das ist ja merkwürdig. Getreide ist hier gar nicht so. Ach nee, doch, ist 0 von 16. Wo habe ich denn gerade hingeklickt? Okay, also keine Milch. Die Milch schmeißen wir weg. So. Und jetzt limitieren wir das Brot hier auf 20. Und 16. So. Dann haben wir 36 in diesem Lager aufgeteilt. Und das Brot wird jetzt hier langsam verkauft, nehme ich an. Wir schicken einfach noch jemanden mit Brot hier rum. Oh, war ja die. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Häuser. Oh nein, was passiert denn jetzt? Keine Milch mehr, aber die Milch ist doch jetzt hier unten, oder nicht? Die haben noch keine Milch da. Ich habe vergessen einzustellen, dass Milch hier gelagert werden muss. Die Karawane ist jetzt, weiß ich nicht, wie oft rumgegangen und hat keine Milch geholt oder hat vielleicht Milch geholt, aber hat sie nicht hier abgeladen. Jetzt habe ich was falsch gemacht, weil. Jetzt müssen wir hoffen, dass die schnell wiederkommen und wir noch genug Arbeiter für die ganzen Betriebe haben. Jetzt ist Milch en masse hier. So, jetzt sollte das Problem gleich behoben sein. Und wir werden bei so viel Milch holen wir noch einen weiteren, der Milch holt. Und wir lassen noch eine weitere Person die Milch ums Eck bringen, wie man so schön sagt. So, jetzt sieht es doch wieder besser aus. Okay, jetzt können wir uns ein bisschen ausruhen. Jetzt können wir hier oben weitermachen. Wie viele Steine haben wir? Einen! Weil die Arbeiter hier fehlen. Ja, jetzt müssen die Häuser erstmal wieder voll werden. Die Siedler strömen wieder in die Häuser. Ich mal ein bisschen beschleunigen und dann werden die Arbeitsplätze hier auch bald wieder besetzt. So, Lehm ist auf jeden Fall genug da. So viel sogar, dass wir gar keine. Ach, herrje. Ich hätte das doch limitieren sollen. Muss ich jetzt auch. Also wir nehmen mal hier nur 16, ja 16, 20 Lehm und und 16 Steine. Die werden ja relativ schnell hier umtransportiert und wir müssen jetzt einmal, weil die sind wahrscheinlich voll mit Lehm. Nee, die sind gar nicht voll mit Lehm. Doch sind sie.
können wir eigentlich noch einen weiteren bauen. Oh, weia, ich mache hier was. Ja, ich hätte hier natürlich auch erstmal noch einen weiteren Arbeiter einstellen können. Ja gut, lassen wir es jetzt erstmal so. So, und jetzt sind die alle voll mit Lehm. Ja, das heißt, ich schmeiß das, was an Lehm hier ist, jetzt weg. So, wird auch schon wieder aufgefüllt, aber dann halt eben nur bis 20 und 16 für Steine. Die werden wiederum sofort hier rübergebracht und das ist jetzt auch schon der Fall. Hier sind schon die ersten Einheiten wieder gelandet. Da kommen die Bricks, die kommen hier rein, die werden sofort geholt und da abgeliefert. Wunderbar. Gut, es geht weiter. Können auch hier vorne schon anfangen. Dann mache ich das doch mal. Steine schon wieder leer. Oh, weia, das wird richtig teuer. Aber wir haben jetzt alle Häuser wunderschön auf 32, also auf Standard-Haus-Level. Wir könnten mal gucken, können wir denn schon das nächste Bedürfnis... Nee, schade, in diesem Tutorial kriegen wir das nächste Bedürfnis noch nicht freigeschaltet. Wir haben ja auch gar nicht weitere Gebäude. Wir müssen jetzt also eigentlich alles dran setzen, dass das hier gut läuft. Wir könnten jetzt mal schauen. Die haben noch voll Lehm, die haben noch voll Lehm. Das Lager ist voll Lehm. Ich werde jetzt überall noch einen weiteren Arbeiter einstellen hier. Und dann gucken wir mal, ob die den Lehm wohl abgearbeitet bekommen oder nicht. Hoppla, ich drücke immer die 3, Entschuldigung. So, jetzt dürfen wir auf jeden Fall, was das angeht, hier schon einiges an Stein bekommen. Das sieht gut aus. Und es ist immer noch alles voll mit Lehm. Wenn ich da schon wieder sehe, dass die Milch knapp wird. Da wird sie gerade wieder aufgefüllt, dann Gott sei Dank. Ich glaube... Der Weg ist so lang, ich werde jetzt 2 jeweils auf die gleiche Route schicken. Okay. Solange die Zahlen hier oben positiv sind, bin ich ja zufrieden. So, wir haben 66 Steine. Jetzt können wir ordentlich was bauen. So, und da können wir uns jetzt völlig austoben, wie das Ganze aussehen soll. Der einzig limitierende Faktor ist hier, wir haben immer noch zu viel Lehm. Also... Dann ist das Verhältnis wohl doch eine Lehmgrube für 2 Dinger hier und man muss einfach ein bisschen warten, bis sich das einspielt. So vom Gefühl her würde ich das jetzt sagen. Wir haben aber noch 15% Arbeitslose. Wir können also auf jeden Fall noch ein weiteres Brickworks bauen. Der muss dann allerdings ein bisschen weiterfahren, um hier den Lehm zu holen, aber das ist mir egal. Jetzt sehen wir, dass der Lehm... zur Neige geht. Das heißt, ich würde hier jetzt mal den dritten Arbeiter wieder rausschmeißen. Ja, jetzt geht uns der Lehm langsam aus. Ich schmeiß da auch den dritten Arbeiter raus. Ich denke, so können wir es erstmal laufen lassen. Und jetzt haben wir wieder eine schöne Zahl von Steinen, um weiterzubauen.
Na, den wollte ich da nicht setzen. Jetzt muss ich mal gucken, zerstören geht auch. Und zwar so. So, ich werde das Spiel jetzt mal auf Stufe 3 stellen. Wenn ich dann beschleunige mit E, dann geht er nämlich auf 12-fach. Weil jetzt geht es nämlich einfach nur noch darum, dass wir die Steine bekommen. Um den Tempel hier fertigzustellen. So, wir kriegen keine Steine mehr nach. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Ja, da sind doch 61 Steine. 62, warum geht's nicht weiter hier? Ah, jetzt, okay. So, Höhe 3. Das heißt, wir müssen jetzt eine Ebene höher. Steine sind aus. So, ich glaube, wir bräuchten jetzt auch mal eine Treppe hier. Ah, so sieht das aus, okay. Was haben wir denn noch? So eine, links oder rechts? War dort so eine und hier so eine. Eingänge natürlich. Hier unten auch. Treppen gehen nicht, warum nicht? Ah, da passt keiner hin, das ist ja... Hier könnte ich einen hinmachen. Nee, das möchte ich dann aber lieber anders machen. Mache ich hier eine hin. Und hier. Das ist irgendwie nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe jetzt, aber ich lasse es so. Wir haben längst alles erfüllt. Wir müssen nur noch eine dritte Etage draufbauen. Und das kommt jetzt auch sofort. So. Okay, wir haben den Tempel fertig. Jetzt müssen wir hier noch was machen. Complete the Monument. Wir können noch Farben und solche Sachen machen. Das lasse ich jetzt aber mal sein. Und damit haben wir die Mission abgeschlossen, Leute. Das war's. So, wir steigen auf jeden Fall noch in die nächste Folge ein. In der nächsten. In die nächste Mission in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.